Startschuss für die Hallensaison. Bei der 8. Auflage des Run and Jump vom Sportclub Charlottenburg starteten zahlreiche Berliner Leichtathleten in ihre Hallensaison. Sprinter und Springer, Werfer und Läufer, sie alle testeten ihre Wettkampfform. Mit dabei war auch Sprinter Lukas Jakubczyk, ein Top-Athlet vom SCC. Es geht darum, dass man einfach mal so eine kleine Standortbestimmung bekommt, was hat bisher das Training gebracht. Der traditionelle Vorbereitungswettkampf bietet neben dem klassischen 60-Meter-Sprint aus dem Startblock auch 30 Meter fliegend an. Die Springer kommen beim Dreierhopp aus dem Stand und einem 10er-Sprunglauf auf ihre Kosten. In den Wettkampf integriert ist auch ein Kadertest für die Berliner Nachwuchskaderathleten. Sven Bugge, Landestrainer im Bereich Sprint, fasst den Stellenwert des Wettkampfes mal zusammen. Dass sicherlich diese Schnellkraftfähigkeiten für uns dann schon einen relativ hohen Stellenwert haben, in Form einfach, ob da drin gut gearbeitet wurde, ob ich eben meine Kraft eben schnellkräftig umsetzen kann. Also ist schon sehr, sehr relevant. Als eine erste Standortbestimmung nach dem Herbsttraining nutzten auch Henrike Richter und ihre Trainingskollegin Alena Gerken den Run and Jump. Na, man möchte halt gucken, wo man steht, um dann an Schwächen zu arbeiten und Stärken zu verbessern. Die 400-Meter-Läuferin Henrike hat eine Bestzeit von 53,6 Sekunden und konnte bereits Erfahrungen bei internationalen Wettkämpfen sammeln. Sie erreichte das Halbfinale bei der U20-WM. Ihre Ziele für die anstehende Hallensaison sind? Ja, mein Ziel ist dann auch, weil es auch die erste Frauendeutschmeisterschaft für mich ist, dass ich mich wenigstens fürs B-Finale dann über die 200 Meter qualifiziere und sonst, dass wir eine gute Staffel laufen. Die beiden Athletinnen haben die Vorbereitung gemeinsam absolviert. Im Wettkampf treten sie als Konkurrentinnen gegeneinander an. Ja, es ist eigentlich nicht anders, als gegen andere Leute zu laufen. Es ist halt, man schaltet das dann so ein bisschen aus, dass das eigentlich die Trainingskameraden sind und schaltet es danach dann wieder ein. Ja. An diesem Tag kann Alena den Vierkampf für sich entscheiden. Auch Vereinskollege und Aushängeschild der SCC-Sprinter Lukas geht siegreich aus dem Wettkampf. Als sprintender Weitspringer entschloss er sich vor 4 Jahren zum Sprinter zu werden, mit Erfolg. Bei den Olympischen Spielen in Rio vertrat er die deutschen Farben im 100-Meter-Lauf und war Teil der 4x100-Meter-Staffel. Zurück im Training bietet sich der Wettkampf als erster Gradmesser der bisherigen Trainingsarbeit an. Auch heute mit den Sprungwerten bin ich sehr zufrieden und es liegt einfach so bei mir im Blut. Ich mag es einfach. Also es ist eine schöne Art, im Training Kraft zu generieren. Mit 6,97 Sekunden über die 60 Meter startet Lukas in die finale Vorbereitung für seine nächsten Ziele. Ist einfach noch Potenzial, wo man sich verbessern kann und das möchte man natürlich ausschöpfen, soweit es möglich ist. Und das sind dann wieder so die Bausteine, die man braucht für das nächste Ziel, was 2017 mit einer Hallen-Europameisterschaft und den Weltmeisterschaften ist und natürlich langfristig Europameisterschaften 2018 in Berlin in der Heimatstadt und das treibt natürlich an. Mit ungewöhnlichen Wettbewerben lockte der SCC knapp 200 Athleten und Athletinnen in das Sportforum Hohenschönhausen. Dank der zahlreichen Helfer war es eine gelungene Veranstaltung, die Lust auf mehr Leichtathletik macht. Die Hallensaison kann also kommen.